müde. Ich auch. Ah, ist doch direkt hier. Wir müssen jetzt bis zum 9. Stock hoch. Stimmt. Egal, komm, das schaffen wir noch, dieses Stück, wenn wir so lange es weg geschafft haben. Los. Nehmen wir die Kaffee. Ey, wann gibt's denn Burger King aus? Morgen, inshallah. Ich will auch was von Burger King. Wie sieht's aus wie Multimillionär? Kauf dir mal selber. Du hast die letzten Jahre von mir gegeiert. Ey, wer kommt denn da? Wie findest du hier die Gegend? Ich finde die Gegend schön. Guck mal, da sind andere Kinder. Lass mal hingehen. Okay. Seid ihr neu hier oder was? Ja, wir sind erst seit ein paar Tagen hier. Ungefähr 1-2 Tage. Ja. Woher kommt ihr denn her? Wir kommen aus Kalk. Wir müssen zum Fußball. Was machst du hier? Wir haben am Wochenende ein wichtiges Training. Gar keinen Bock heute. Habt ihr also in Kalk gewohnt? Schöne Käppi. Warst du shoppen? Kölner Karten? Nein, das ist ein Familienerbstück. Oh, krass. Das ist tschüss. Tschüss. Ist das gut? Jedes einzelne Stein ist ein verstorbenes Familienmitglied. Ja, die Kippe ist magisch. Ja, was? Warum kommt mein Einkaufswagen? Eva! Willst du Eis? Ich wollte mir gerade Eis holen. Komm, ich lade ein. Hallo, bitteschön. Ich will bitte eine Kugelschwarze. Mhm. Und ich hätte gerne ein Bueno. Und du möchtest ein Bueno? Bitteschön. Bitteschön. 2,40 €. Mal, einmal, zweimal, dankeschön, ciao, ciao. Das schmeckt mir voll lecker. Danke nochmal fürs Eis. Bitteschön, immer gern. Wo kommst du, Mauskalk? Ich wohne so neben Arkaden. Ich gehe da immer einkaufen. Ja, wie geht's? Gut, und dir? Cousinchen, ich muss dir einfach was erzählen. Was gibt's? Gibt's was Neues? Ja, es gibt's was Neues. Was denn? Ich wollte mit Lara, meiner Schwester, die Gegend ein bisschen auschecken, ne? So ein bisschen rumgucken. Und wie ist es dort so? Es ist sehr schön. Wir haben eine Gang gefunden, ne? Da haben wir ein bisschen so geredet und so. Da war dann so ein Junge, boah, der war so süß. Der war so richtig süß. Okay, wie sieht der aus? Der hatte so richtig süße blonde Haare mit so richtig
schönen Sommersprossen. Oh, du kannst dir nicht vorstellen, wie schön die Sommersprossen waren. Und der hatte noch so einen mega coolen Style. Boah, so richtig cool. So mit Käppi und so, wie ich es mag, weißt du? Ja. Ich hoffe, er hat einen guten Charakter. Wie heißt er eigentlich? Der heißt Kevin. Ich freue mich für dich, aber bitte pass auf dich auf. Ja, mach ich. Und weißt du, der hat mir noch ein Eis ausgegeben. Boah, seine Augen. Der hat mir in die Augen geschaut. Ist das nicht süß? Ich finde es eigentlich sehr schön und ja, ich freue mich sehr für dich. Ja, und wir sehen uns dann bald. Ich komme, ich weiß nicht, ja, ihr könnt uns dann besuchen. Du kannst mich dann besuchen. Komm mal, ich könnte euch Neubrück zeigen. Kommt mal vielleicht mit meinem Cousin zu Neubrück. Boah, die Gegend ist so süß. Dann kann ich auch den süßen Jungen zeigen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich will auch den, naja, den süßen Jungen sehen. Ich will den auf jeden Fall auch auschecken und so sehen, wie er ist. Und ja, ich will den auf jeden Fall kennenlernen. Ja, wenn du ihn kennenlernst, boah, du wirst sehen, wie süß der ist. Am meisten seine süßen Sommersprossen. Das will ich auch. Ist echt ja. Süß. Egal, bye bye. Wir sehen uns später. Aber kommt zu dieser einen Tennisplatte, das würdet ihr direkt sehen. Ach so, ja, ich kenne die, ja, da mache ich. Okay, tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, ich freue mich so, unsere Cousinen zu sehen. Ich freue mich übelst, das wird richtig cool. Ich habe hier schon mit unserer Cousine assoziiert, aber ich freue mich trotzdem, die zu sehen. Oh mein Gott, da sind die. Das sind meine Cousine und meine Cousins. Und das sind meine Leute. Du musst dein Ernst sein. Du bist doch nicht der Echte. Das ist doch keiner, mit dem du zusammen sein kannst. Warum nicht? Er ist nicht der Perfekte für dich. Der tut so einen auf krass. Ich würde den Mann. Diese Kette hat ihn nicht. Nein, Digga. Nein. Seid doch nicht. Digga, sehr gut. Also, du bist der Typ, der meine Cousine abschleppen möchte. Was ist dagegen? Ob ich was dagegen habe. Denkst du, diese Kette hat einen Wert? Weißt du, welche Schlüssel ist? Das ist wohl ganz lustig, ne? Ey, hör mal zu. Cousine, du musst die erkennen. Ey, Paul! Was ist dein Problem? Es ist einfach nicht der Richtige für dich. Was will der Typ? Verstehst du es nicht? Warum machst du das? Was hast du hier gemacht? Komm, Leute. Ich wurde beklaut! Meine Mütze! Wo ist die? Hallo! Hat jemand meine Käppi gesehen? Ich muss erst mal meine Schwester anrufen.
Alles gut, wir finden deine Cap. Mach dir keine Sorgen. Doch, wir finden die. Mach dir keine Sorgen. Warum wir sie finden? Doch, wir gehen zu Kevin. Er kennt doch hier die Gegend. Er wird uns helfen. Alles gut, er wird uns helfen. Die dann überall. Doch, alles gut, er wird uns helfen. Wir gehen zu Kevin, der Aber das wissen wir doch gar nicht. Doch, der kennt doch hier die Gegend. Der kennt hier die Gegend. Doch, der kennt hier die Gegend. Komm, lass zu Kevin. Was ist los? Warum die Panik? Unser Familienerbstück wurde geklaut. Weißt du vielleicht, wer der Dieb ist? Was soll ich wissen, wer der Dieb ist? Hier in Neubrück, wenn er es vielleicht geklaut hätte. Neubrücke klauen nicht. Ja, Neubrücke klauen nicht. Das könnte vielleicht die Kalker sein. Die haben was gegen mich. Die wollen nicht, damit ihr mit uns abhängt. Ja, das waren die Kalker. Ja, das waren die Kalker. Wir sind die Kalker 103, wir zerschmieren euch wie ein Ei. Wir sind der Brücke 109, wir bringen euch gleich zum Heil. Der Hut ist ein Erbe, gebt ihn zurück. Wo ist der versteckt? Hier in Neubrück. Hier in Neubrück, das ist doch schick. Beim Abziehen und Klauen machen wir nicht mit. Was wollt ihr von uns? Wir zacken kein Ab. Uns wird es zu blöd, ihr seid doch überall geschnappt. Was für eine Geschichte, ihr böse Wichtel. Gebt uns den Hut, hier ist euer Hut. Wir haben ihn nicht. Ja, wer hat ihn dann? Ich hört mal auf mit eurem Gesang. Wer ist der Dieb? Ja, wir sind der Dieb. Was, wir sind der Dieb? Nein, ihr seid der Dieb. Wir sind es nicht, ja, wir auch nicht. Wenn es keiner von uns ist, wer ist es dann? Kommt Leute, wir schließen uns zusammen. Warte mal, wo hast du die Käppi? Die habe ich geklaut, ich wollte die unbedingt haben. Aber wir suchen die schon die ganze Zeit. Ich wollte die aber unbedingt haben. Das geht nicht, das ist ein Familienwertstück. Weißt du, wie wertvoll das ist? Ja, aber ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Wenn die anhören. Aber müssen sie trotzdem zurückgeben. Das ist sehr wichtig. Komm mit. Und verrate sie auch nicht, ich verrate auch den anderen nicht, dass du sie geklaut hast. Okay. Komm mit. Da lang. Sei du ruhig, ich kenne das schon, okay? Okay, danke. Ich hab die Käppi! Ja, Mann! Was, hast du die Käppi gestohlen? Nein, der hat mir geholfen bei der Suche. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Hier. Dankeschön. Bitteschön.